Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einmal die, ich weiß nicht, ist die neue Kollektion von BH Cosmetics durchgehen. Und zwar geht es um die Crystal Zodiac Geschichte. Das ist einmal das Pinsel Scent und das ist einmal die Lidschattenpalette, womit ich natürlich auch diesen Look geschminkt habe. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video wird es auch eine Verlosung geben und alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox und was es zu gewinnen gibt, kommt nachher vor allem, sagte sie und zeigte nach hinten, im Laufe des Videos. Das Pinselset ist dieses hier, das besteht aus 12 Pinseln, genau, und dafür habe ich hier 26,95 € bezahlt. Ist eigentlich ganz okay, aber wir müssen mal gucken, wie die sich halt auch so verhalten. Ne? Dafür habe ich jetzt im Video auch die kompletten Pinsel einmal verwendet und dir dann wirklich nach und nach die Pinsel vorgestellt. Das heißt, da kann ich jetzt schlecht irgendwas noch groß zu sagen. Das wirst du dann am Ende des Videos von mir erfahren, beziehungsweise im Laufe des Videos, wie sie so performen. Ja, und die Crystal Zodiac Lidschattenpalette reiht sich genauso wie auch die ganz normale Zodiac und die Love Sign Zodiac Lidschattenpalette in die Range von 24,95 € ein. Soweit ich das mitbekommen habe, gehen die anderen beiden aus dem Sortiment. Jedenfalls waren die alle beide reduziert, als ich gerade die hier gekauft habe. Deswegen schaut einfach mal vorbei, falls ihr noch die anderen beiden erwischen wollt. Genau, die Crystal-Variante schaut so aus. Sie hat wundervolle Töne. Ich meine, ne? Ich habe den Look damit geschminkt. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich freue mich drauf, die gleich dann auch mit euch zusammen zu swatchen, denn das habe ich tatsächlich noch nicht getan. Du hast hier matte Töne drin, du hast hier gebackene Lidschattenpaletten, Paletten drin. Du hast hier gebackene Lidschattentöne drin und einen mega fetten Highlighter. Und natürlich auch diesen riesen Spiegel. Sie ist ein bisschen schwer, ein bisschen unhandlich, aber sie ist irgendwie cool. 25 verschiedene Farben sind hier drin, also 12 matte und 12 schimmernde. Und dann noch der riesen fette Highlighter. Ja, und da würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Nachdem ich mein Gesicht geprimed habe, trage ich natürlich Foundation auf. Und dafür verwende ich hier die Nummer 2. Das ist dieser Flat Foundation Brush, glaube ich. Genau, Flat Foundation Brush. So heißt das Ding. Genau, dann nehme ich mir hier auf meinen Handrücken meine Foundation und verteile die mir dann quasi mit diesem Pinsel im Gesicht. Es ist einfach ein Flat Foundation Brush, ne? Was soll ich da groß zu sagen? Also, ich benutze sowas gerne, um tatsächlich erstmal vorab die Foundation im Gesicht zu verteilen, aber das wirkliche Einblenden mache ich dann tatsächlich mit einem Beauty-Schwämmchen. Ja, man kommt damit immer ganz gut an die Nasenecken. Aber ich brauche definitiv immer noch ein Schwämmchen, um das Ganze einzublenden, weil so sieht das alles einfach viel zu streifig aus. Auch Concealer kann man damit entsprechend verteilen und halt auch ganz nah am Auge damit arbeiten. Das finde ich an einem Flat Foundation Pinsel eigentlich ganz gut. Ansonsten greife ich persönlich ja lieber zu den ganz normalen Foundation Buffer Pinseln. Ne? Aber eben für am Auge zu arbeiten, ist so ein Pinsel, finde ich, besser. Aber auch da würde ich tatsächlich nochmal mit dem Schwämmchen nacharbeiten, einfach um überschüssiges Produkt abzunehmen und alles so ein bisschen ebenmäßiger aussehen zu lassen, damit es halt jetzt nicht ganz so, ja, ich weiß nicht, streifig aussieht, ne? Schön ist der Pinsel und so sieht er nach dem ersten Benutzen aus. Passt übrigens sehr gut zu meinem Nagellack heute, ne? Das muss ich ja wirklich mal sagen. Cool. Ja, ne? Gefällt mir auf jeden Fall. Ist halt ein ganz normaler Flat Foundation Brush. Um das Ganze jetzt zu setten, gehe ich nochmal gut an meiner Nase, sehr grobmotorisch mit diesem Schwämmchen dran, verwende ich diesen Pinsel hier. Der sieht so schön fluffig aus. Der erinnert mich auch so ein bisschen an den von Real Techniques, diesen ganz bekannten Blush Brush. Aber das hier ist tatsächlich noch ein bisschen etwas größer und etwas fluffiger. Ich habe den jetzt gerade, glaube ich, gar nicht hier. Nee, leider nicht. Sonst könnte ich doch... Was ist das? Nee, das ist noch ein anderer. Nee. Habe ich gerade doch nicht hier. Genau, aber der ist halt ein bisschen größer als der von Real Techniques. Der ist auch so von dem Stil her, gefällt er mir richtig gut. Das sieht man jetzt so in der Kamera nicht so extrem. Der ist sehr, sehr lichtdurchscheinend und ganz, ganz hellgrau. Also ganz hübsch. Du hast da auch so Schlieren drin, das gefällt mir richtig gut. Und ja, damit arbeite ich jetzt quasi das Puder ein. Beziehungsweise puder jetzt mein ganzes Gesicht einmal damit ab. Und der ist halt sehr fluffig, ne? Also für einen Puderpinsel ist er wirklich sehr spitz vorne. Aber nimmt gut Produkt auf und gibt es auch gut wieder ab. Also, finde ich cool.
ist jetzt auf der Haut nicht super soft. Also ich finde ihn schon ein bisschen, ein kleines bisschen pieksig heute. Aber ich habe auch aktuell sehr empfindliche Haut, was man eben ja auch wahrscheinlich an den Rötungen gesehen hat, ne? Also an den ganzen Pickeln, die ich habe. Das ist ja alles hormonell bedingt. Ich habe sehr, sehr heftig dieses Mal meine ganze hormonelle Geschichte gehabt, ne? Mein Zyklus, da, naja, hat die Haut dann auch so ein bisschen genauso intensiv reagiert wie der ganze Körper. Nö, aber so ist der ganz schön. Ich kann mir den vielleicht auch sehr, sehr gut vorstellen als Bronzerpinsel, aber dafür haben wir gleich noch was anderes. Aber hier stand auch einfach drauf Powder Brush. Und das heißt, oder warte mal, Round Powder Brush, genau. Das kann aber halt auch für alles Mögliche, was Pudertexturen sind, benutzt werden. Das heißt, du kannst es natürlich auch für Blush und für Bronzer verwenden, aber da haben wir gleich andere für, die wir nehmen werden. Aber so zum leichten Abpudern ist es auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte, ne? Du kannst ihn jetzt nicht unbedingt zum Baken nehmen, vielleicht, ja, vielleicht doch, ne? Weil der halt so spitz ist, kommst du schon noch irgendwie unter das Auge damit runter. Aber schwierig, nicht so ganz präzise, ne? Also da, gut, aber so viele Menschen, Leute, wie auch immer, baken ja heutzutage auch gar nicht mehr so, deswegen wurde da wahrscheinlich einfach keine Rücksicht drauf genommen oder du kannst ja auch dein Schwämmchen dafür nehmen. Aber so gefällt er mir, wenn er nicht so kratzig wäre. Den muss ich noch einmal richtig schön mit Babyshampoo waschen, dann werden die eh immer weicher. Ja, und noch einmal benutzen schaut er dann auch so aus, ne? Also das ist, ja, ein benutzter Puderpinsel. Was will man da groß zu sagen? Wo ich eben schon von dem angesprochenen Bronzer spreche, habe ich hier den Angled Contour Brush. Die Nummer 4 ist das mit so einem rosenquarzfarbenen Stiel, das sieht man auch. Hier oben sieht man, der ist halt so abgeschrägt. Für mich tatsächlich, weil ich ja eigentlich nicht konturiere, eher ein Blush-Pinsel, ne, also zum Blushen. Ja, genau. Qualitativ, hier stehen zwei Haare ab, die glaube ich ein bisschen zu lang einfach sind, ne? Aber ansonsten fühlt er sich ganz okay an und wird jetzt auch verwendet, um Bronzer aufzutragen. Ja, auch der nimmt Produkt auf, ne? Es ist ein heller Bronzer, den ich habe. Das ist der Milk Chocolate Soleil von Too Faced. Also wirklich eher was zum Konturieren und weniger für Bronzer, weil für Bronzer braucht man eigentlich eher größere Pinsel, ne? Klar, mit so einem Angled Brush kannst du dann auch präziser arbeiten. Das brauche ich jetzt mit dem Bronzer nicht unbedingt zwingend, aber weil dann trägst du natürlich sehr viel Bronzer auf. Das ist ja eigentlich auch nicht so gewollt. Also Contouring macht man ja normalerweise nicht mehr so viel. Das heißt, finde ich, ja, weiß ich nicht. Es ist halt ein Blushpinsel für mich eigentlich eher, ne? Weniger halt jetzt für Bronzer. Dennoch, ich verwende ihn genauso, wie es auf der Verpackung steht. Gut, es ist ein Bronzer, kein Contourprodukt, aber trotzdem. Ja, du kannst da schon detailliert mitarbeiten. Aber wenn ich Bronzer auftrage, bronze ich ja eigentlich eher grobflächig und grobmotorisch, deswegen gehe ich hier nochmal mit diesem Puderpinsel einmal drüber. Das ist dann alles etwas weicher. Oh ja, damit kann es auch sehr, sehr schön arbeiten. Ja, theoretisch könnte man hiermit, glaube ich, auch ganz gut seine Nase konturieren, was jetzt mit meinem hellen Bronzer recht wenig Sinn macht, ne? Ja, das geht wohl. Aber, ne, beim Bronzer hast du jetzt nicht so die Ultra-Farbabgabe. Aber ich finde, das ist ein solider Pinsel, ne? Also den würde ich halt, wie gesagt, eher zum Blushen verwenden. Und so schaut er benutzt aus. Genau, aber ich feiere diese Farbe. Also das finde ich wunderschön. Ich liebe ja auch das Rose Quartz Set von VH Cosmetics, was gar nicht Rose Quartz mäßig von der Farbe her ist. Aber, ja, eher so ins Orangene, finde ich, ne? Also das ist von der Farbe her voll mein Ding. Kommen wir zum angesprochenen Blush. Da gibt es einen extra Blush Brush, den ich sehr interessant finde, weil das ist so einer. Also der sieht hier so von der Form rund aus, ist aber ein bisschen abgeflachter, ne? Also der ist hier etwas verjüngt, sage ich mal, also etwas zusammengedrückt. Von der Farbe her ist es so ein Altrosa. Und der ist wirklich sehr, sehr fest gebunden. Da bin ich extrem gespannt. So einen Pinsel habe ich, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht. Wenn ich gerade so gucke, nö. Nö. Nicht in so riesig, ne? Es ist quasi ein riesengroßer Smudger-Pinsel. Na, gucken wir mal. Dann gehe ich mal in meinen Blush. Und dann nimmt ganz gut Produkt auf. Aber nicht zu viel. Das finde ich auch gut. Also ich werde jetzt auch nicht abklopfen müssen. Und dann kann ich das so auftragen. Oh, das ist ja angenehm. Das kannst du so richtig tupfen, ne? Also du hast jetzt keinen abgeschrägten Pinsel, wie man das ja normalerweise kennt. Das ist schon irgendwie was anderes. Gefällt mir. Ja, auch hier habe ich wieder einen leichten Blush, den ich natürlich immer wieder aufbaue. Aber auch das kannst du mit dem Pinsel ganz gut machen. Also das gefällt mir. Das ist wirklich nicht fleckig und das ist wirklich, du kannst sehr präzise damit arbeiten.
Das ist total cool. Du könntest theoretisch hier dann, also das ist übrigens Rivaldi Lopiang, ne? Leider. Ja, Lieblingsblushen. Hat einen schönen Schimmer drin, genau. Und könntest hier das Produkt aufnehmen und dann so auf die Wange drauflegen auch und das dann quasi mit dem vorne drauf so ein bisschen ausblenden. Mega schön. Und der fühlt sich deutlich weicher an als der Puderpinsel, muss ich sagen. Ne? Ich nehme das auf und lege das erst auf und dann blende ich das hier mit so mit kreisenden Bewegungen so ein bisschen ein und aus und hin und her. Und ich merke gerade, dass ich mir ganz schön viel Blush aufgetragen habe. Aber hey, so seht ihr das auch wenigstens ordentlich in der Kamera. Ne? Sonst ist es ja immer ein bisschen dezenter, wenn ich den auftrage. Aber in der Realität ist der echt heftig. Doch, ne? Gefällt mir vom Ergebnis wirklich gut. Also da arbeitet der Pinsel gut. Und so schaut er nach dem Benutzen aus. Es ist noch Produkt dran, aber er hat gut Produkt abgegeben. Ja, hier habe ich einen Round Setting Brush. Ich habe ja eben was vom Bacon erzählt. Ich glaube, der ist eigentlich fürs Bacon quasi auch gedacht. Ich benutze den aber als Highlighter-Pinsel. Der hat einen lavendelfarbenen Stiel. Und ja, ne? Verarbeitung, wie ich gerade sehe, ist eher so lala, denn die waren gerade so Klebereste dran. Naja, aber den benutze ich tatsächlich, um Highlighter aufzutragen. Denn ich glaube, dafür eignet er sich mit am besten. Denn ich wüsste nicht. Nö, wir haben hier sonst keinen Highlighter-Pinsel drin. Und Highlighter ist ein Muss, Leute. Also wenn kein Highlighter, dann bin ich traurig. Ja, auch der greift gut Produkt. Und gibt es auch schön ab. Also ja, ich habe eben davon erzählt, dass ich ja auch tatsächlich die Pinsel so verwenden wollte, wie sie so sind. Aber den habe ich direkt als Highlighter-Pinsel zugeordnet. Ich habe jetzt gerade nur nachgelesen und gesehen, es ist ein es ist kein Highlighter-Pinsel, sondern ein Setting-Pinsel. Das tut mir jetzt leid, da habe ich mich vertan. Habe ich mich irgendwie intuitiv für etwas anderes einfach mal entschieden und ihn zweckentfremden wollen, von Anfang an. Ja, aber der macht es schön. Also den würde ich euch auch empfehlen als Highlighter-Pinsel. Und wenn ich draufstehen würde, dass es ein Setting-Pinsel ist, würde ich ihn auch, wenn ich zu Highlighter-Pinsel greife, sowieso nehmen, ne? Ja, die Nasenspitze darf auch noch ein bisschen was kriegen. Hier drauf, da. Jo. Ne? Doch, das gefällt mir. Einen Augenbrauenpinsel haben wir hier nicht mit dabei. Das heißt, ich mache mir jetzt eben mal die Augenbrauen und dann kommen wir schon zu den Augen. Okay, jetzt geht es um das heiße Teil und zwar diese großartige Lidschattenpalette Crystal Zodiac. Ich habe jetzt mal die Umverpackung entfernt und ja, dann können wir direkt mal reinschauen. Hier haben wir die verschiedenen Töne. Es sind Schimmertöne, natürlich ein richtig heftiger Highlighter in der Mitte. Dann haben wir hier oben einen Spiegel und ja, meine Herren. Das sind wundervolle Farben. Ich blende dir dazu auch mal die Swatches ein, dann kannst du auch mal so ein bisschen sehen, wie das Ganze dann quasi auf dem Arm aussieht. Einmal haben wir hier Lapis, Amethyst, Jade oder Jade und Carnelian, Tiger's Eye, Amber, Citrine. Smoky Quartz. Der ist nicht so, ne? Hematite. Wer hat sich diese Namen überlegt? Rhodonite? Der ist ganz schön krümelig. Rose Quartz. Und Blue Chalcedony oder Chalcedony. Das sind die matten Töne, die 12 Mattentöne. So, ne? Und auf diesem Arm machen wir dann die gebackenen Schimmertöne. Fangen wir an mit Lapis. Dann kommt Amethyst, Jade, Jade und Carnelian. Weiter geht's mit Tiger's Eye, Amber. Citrine und Smoky Quartz. Ganz schön krümelig. Aber das liegt halt auch daran, dass sie so stark pigmentiert sind, Leute. Und die letzten vier, da haben wir Hematite, Rhodonite, Rose Quartz und last but not least diesen Blue, schlag mich tot, ich kann ihn nicht aussprechen, Ton. Und wir lassen uns von meiner Brandwunde mal nicht abschrecken. Ja, hier haben wir dann die schimmernden und die matten Töne einmal komplett geswatcht.
Natürlich darf man auch nicht den Highlighter außer Acht lassen, wobei man da sagen muss, den trägt man ja nicht so intensiv auf. Aber so schaut er dann auf der Hand geswatcht aus. Auch ein krasser Ton. Sehr, sehr glitzerig. Also den kann ich mir jetzt eher weniger als Highlighter an sich vorstellen, sondern mehr im Augeninnenwinkel. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze im Gesicht aussieht. Die Swatches habe ich im Prinzip jetzt quasi, nachdem ich das hier ins Gesicht packe, geschminkt. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie die aussehen. Das ist für mich jetzt eine kleine Überraschung. Naja, ich habe sie schon im Laden geswatcht. Ich kaufe nicht die Katze im Sack. Wobei ich das auch so, glaube ich, gekauft hätte. Das wäre mir, glaube ich, vollkommen Pelle gewesen, weil ich einfach ja auch die anderen beiden Paletten habe. Und einfach, um die Sammlung zu komplettieren und nicht nur meine höchst eigene Gemini-Palette und die beiden Zodiac-Paletten zu haben, musste die auch jetzt noch mit. Wahnsinn. Ich habe keine Ahnung, warum da noch nicht so wirklich drüber gesprochen wurde. Aber na, ich hole dich mal ein Stückchen näher ran. Ich fange jetzt einfach mal mit der Nummer 10 ein. Das ist ein Fluffy Shader Brush. Der ist ja, ne, so oben etwas abgeschnitten quasi. Und ja, schmal vorne und orange vom Stiel hier. Und mit dem Pinsel gehe ich hier in die Farbe Rose Quartz. Ja, nimmt gut Farbe auf und das ist auch ordentlich pigmentiert. Und damit sette ich jetzt mein Lid. Wow, einmal wirklich von oben nach unten durchgeswiped und direkt zum einen genug Farbe auf den Pinsel bekommen und zum anderen auch genug pigmentiert, um das Ganze zu setten. Das gefällt mir. Vor allem, weil dieser Pinsel natürlich perfekt in das Fännchen reinpasst, ne? Also, so sieht man das, glaube ich, ganz gut, ne? Es ist halt das Pinselset zu dieser Palette, da macht das durchaus Sinn. Der Engel Shader Brush ist hier ein türkiser oder hat einen türkisen Stiel, ist vorne so abgeschrägt und man sieht von der Qualität her, dass da auch das ein oder andere Härchen absteht. Aber er ist schmal, er ist abgeschrägt, er ist genau das, was ich mit meinen Schlupflidern auch immer wieder brauche. Und damit gehe ich in die matte Farbe von Tiger's Eye. Das ist so ein Orange. Ja, du hast hier ein kleines bisschen Kickback und ich bin jetzt nicht durch die Palette gerührt, sondern ich habe einfach nur drüber gewischt. Ne? Hast aber dann wahrscheinlich auch eine ordentliche Pigmentierung. Mal gucken. Den setze ich mir hier ganz gerne am Außenwinkel an und ziehe ihn dann so rüber. Okay, ich habe ihn jetzt auch gut abgeklopft, da kommt jetzt ungefähr gar keine Farbe. Ich tupfe den nochmal rein und klopfe ihn jetzt nicht ab. Riskiere natürlich Fallout und blende den auch so ein bisschen hoch da mit dem Pinsel. Aber das sieht ganz gut aus, ne? Die BH Cosmetics Qualität ist mal wieder am Start. Sowohl vom Pinsel als auch von den Lidschatten. Doch den baue ich mir jetzt noch ein bisschen weiter auf und wiederhole das Ganze auf dem anderen Auge. Also ich finde dieses Orange wirklich mal ganz speziell. So ein Orange findest du nicht in vielen Paletten. Also überhaupt Orange, ne? Das ist ja auch eine Farbe, die jetzt nicht so die Alltagsfarbe ist. Jedenfalls lässt sie das eigentlich vermuten, wenn du sie so im Fännchen siehst. Wenn du die aber aufträgst, ne, hat die schon fast was Natürliches, aber nur fast. Mit der Nummer 8, das ist ein lavendelfarbener Pinsel oder ein lavendelfarbener Stiel. Das ist so ein festgebundener Blendepinsel. Irgendwie will die Kamera gerade nicht richtig fokussieren. Auf jeden Fall müsste das jetzt eigentlich funktionieren. So schaut der Pinsel aus. Das ist ein etwas festgebundenerer, kürzerer Blendepinsel. Den verwende ich jetzt tatsächlich, um meine Lidfalte zu intensivieren. Und dazu gehe ich in dieses Lila rein von Lapis. Ich glaube, der hat so einen leichten Schimmer mit drin, das weiß ich aber nicht, weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass alle, die sich hier so in diesem Kreis befinden, tatsächlich die Matten sind, aber ihr wisst mehr als ich, denn ihr habt schon Swatches gesehen. Ja, Kickback hast du tatsächlich in der Palette, aber dafür hast du halt eine Pigmentierung, die schreit echt, ne? Genau, den setze ich mir hier so in den Außenwinkel und blende den dann in meine Lidfalte ein, beziehungsweise ein bisschen oberhalb und ich merke, dass ich etwas zu viel abgeklopft habe. Ich brauche mehr Farbe. Nicht abklopfen, mutig sein und einblenden. Da wir eh nach einer Cut Crease ziehen, können wir da auch etwas mutiger unterwegs sein, ne?
Ja, die verbinden sich jetzt nicht so mega schön, muss ich sagen. Aber ich meine, gut, Orange und Lila, ne? Das ist auch mal eine Kombi. Aber ja, ich hätte mir jetzt gewünscht, dass dieser Blend mit den beiden Farben doch etwas softer vonstatten gehen würde. Aber die wollen nicht so gerne miteinander. Und wenn man hier die Farbe aufträgt und quasi, ja, einblendet, dann wird die eher pink und nicht mehr dieses Lila. Und ich habe quasi das Orange so einigermaßen verschwinden lassen, ne? Nee, die Farbe, die mag ich nicht ganz so gerne. Aber ich verwende sie trotzdem noch auf dem anderen Auge. Eine schwierige Farbe, ne? Also ich finde sie jetzt auch relativ fleckig. Die lässt sich jetzt nicht so wundervoll einblenden. Das liegt vielleicht an dem blauen Teil, der ja im Lila mit drin ist. Ja, weil Blau ist ja generell auch eine etwas schwierigere Farbe. Keine Ahnung. Haut mich jetzt aber echt nicht vom Hocker, ne? Die Nummer 7 ist so ein ganz klassischer Blenderpinsel, der so einen blauen Stiel hat. Und damit möchte ich jetzt tatsächlich dieses Lila immer so ein bisschen aussoften und gehe dann auch wieder in das Orange von eben rein und versuche das dann dennoch so ein bisschen weicher nach außen zu kriegen. Schwierig, schwierig, schwierig. Also der Pinsel ist gut, der ist super soft, super fluffig. Es macht Freude damit jetzt gerade hier zu blenden und zu arbeiten. Und der lässt mich einfach hoffen, dass da was passiert. Aber ich glaube, die Farbe macht uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Wir lassen das jetzt einfach mal so. Einigermaßen verblendet ist es, aber noch nicht so, wie ich es gerne hätte. Mit der Nummer 9, einem Flat Shader Brush. Der sieht so aus und ist so braun vom Stil her. Ziehe ich mir jetzt eine Cut Crease. Es ist übrigens unheimlich schwer, diese Palette die ganze Zeit in der Hand zu halten. Deswegen nehme ich mir jetzt dafür einen kleineren Spiegel. Ah, der Pinsel, der haut mir so ein bisschen ab von den Haaren her. Ist nicht hundertprozentig für eine Cut Crease geeignet. Also so auf dem Auge definitiv. Aber wenn ich dann hier oben gleich, muss ich immer so kacke gucken, weil ich ja ein Schlupflied habe, ne? Wenn ich hier oben präzise arbeiten will, dann hauen mir die Härchen ab. Und das ist dann ein bisschen umständlich oder ein bisschen blöd, damit dann zu arbeiten. Kriegst du nicht so eine saubere Kante hin. Ja, wenn die Cut Crease dann einigermaßen sitzt. Oh Gott, hier oben habe ich da irgendwie voll übel. Voll übel. Was ist da denn los? So nicht. So, ich muss die Augen tatsächlich ein bisschen so halten, weil sonst meine Cut Crease verloren geht. Das sieht echt kacke aus, aber ich komme damit klar, ich hoffe ihr auch. Dann nehme ich hier die Nummer 11. Das ist so ein Flat Smudger Brush. Der hat einen orange-gelben Schaft. Stiel. Gedünsten. Und ja, nach außen hin möchte ich blau, in der Mitte möchte ich, oh Gott, möchte ich das echt? Ah, ja, ich möchte nach außen hin blau, in die Mitte möchte ich grün und hier möchte ich gelb eigentlich. Oh Gott, möchte ich das wirklich? Ja, ich möchte das. Irgendwie möchte ich das. Okay, ich möchte mit dem hellsten anfangen. Das ist dann ja Citrine oder Citrin, das ist dieses Gelbe. Das ist ein gebackener Schimmerlidschatten. Und den trage ich mir dann innen auf. Ja, der ist wirklich gelb und nicht gold. Das finde ich super interessant. Dann kommt die Farbe Jade. Das nenne ich mal mutig, oder? Aber hey, das ist jetzt kein Look, mit dem du jetzt weiß Gott wohin gehen könntest. Das ist jetzt mehr so ein Look. Ich teste mal die Palette aus, okay? Boah, ist das schön. Jade. Das kommt echt gut auf dem Lid. Ich blende das auch so ein bisschen mit in das Gelb rein, denn Gelb besteht ja aus Grün und Blau. Dementsprechend. Quatsch! Grün besteht aus Gelb und Blau. So, deswegen lässt sich das auch mit einmischen. Ich habe nur ein bisschen Bedenken, wie das nach oben hin aussieht. Beziehungsweise wie sich das so vermischt. Weil Lila und Grün ergibt eigentlich so Braun. Boah, aber die Farben, die kommen so gut raus. Ich meine, ja, ich arbeite jetzt mit einer Cut Crease, ne? Das muss man auch bedenken, aber. Boah, das schreit laut. Ich habe gesagt, ich möchte blau nehmen und Amethyst ist ja tatsächlich lila. Dann nehme ich hier Lapis oder Lepis. Ich denke, das ist von dem Stein Lapis Lazuli.
Oh, ja. Ich bin begeistert, ne? Ich mal mir hier gerade einen echt geilen Regenbogen drauf, Leute. Hätte ich nicht erwartet, dass das funktioniert. Hätte ich auch am Anfang des Videos nicht erwartet, dass ich so einen Look schminke. Nö. Aber diese Palette animiert einen einfach dazu, Farben zu verwenden. Und das finde ich schön. Vielleicht ist das dann nicht unbedingt eine Palette, die für jedermann gemacht ist. Also wo jeder sagt, ja geil, die kann ich auch super im Alltag verwenden. Aber da sind auch Alltagsfarben mit drin. Nicht viele, aber ein paar. Das haut mich von den Socken, Leute. Aber sowas von. Ich falle quasi gerade hintenüber innerlich. Und das ist halt das, was ich beim Schlupflied habe, ne? Wenn ich ganz gerade jetzt in die Kamera gucke, du siehst da nicht viel von. Aber wenn ich dann die Augen schließe und die Augenbrauen hochziehe, denkt man sich, huch, es ist der Wow-Effekt. Okay, ich nehme jetzt nochmal diesen fluffigen Blendepinsel für den Außenwinkel so ein bisschen. Für hier oben. Das ist hier ein bisschen lila. Nach oben hin möchte ich die Übergänge tatsächlich auch irgendwie so hart lassen. Das finde ich irgendwie geil. Ja, den Highlighter setze ich mir natürlich in den Innenwinkel, ne? Und der changiert halt wie ein Regenbogen. Ja gut, um die Intensität von den anderen mit aufgreifen zu können, muss man ihn schon ordentlich aufbauen. Ansonsten kann er nicht so wirklich dagegen anstinken. Könnte jetzt natürlich auch den Pinsel ansprühen oder so. Aber aufgebaut geht das auch, ne? Genau. Den Rest vom Pinsel setze ich mir unter die Augenbraue. Voll der Regenbogen, ey. Fallout habe ich soweit nicht zu vermelden und es wäre tatsächlich auch furchtbar gewesen, wenn ich es gehabt hätte, ne? Ja, aber ich möchte noch meinen unteren Wimpernkranz betonen. Und da versuche ich es jetzt nochmal mit der Farbe Lapis, die ich ja eigentlich oben auch genommen habe. Ja, da kommt die auf jeden Fall lilaner und intensiver raus, ne? Keine Ahnung. War oben wohl ein bisschen zickig, die Lady. Boah, ich kriege echt einen Krampf im Daumen, weil ich halt die ganze Zeit die Palette so halte, ne? Das ist halt das Negative, wenn du so Oschi-Paletten hast. Du hast eine riesen Auswahl. Gut, also von den Fännchen her, ne? Man hätte das auch irgendwie platzsparender anordnen können, aber es ist halt auch ein echt krasses Gewicht mit diesem großen Spiegel und so. Und dann, wenn du die immer so hältst, dann tut der Daumen halt irgendwann weh. Das ist auch nicht so geil dann. Den Point Brush habe ich noch gar nicht verwendet. Den hätte man super nehmen können, um den Highlighter im Augeninnenwinkel aufzutragen, Claudi. Ja, das hätte sogar noch besser funktioniert. Du bist ein Depp. Aber echt. Damit funktioniert das nämlich richtig gut. Hat die Frau nicht nachgedacht. Guck mal, doch, das funktioniert viel schöner. Es gefällt mir. Wenn du mutig bist, dann gönn dir. Ja, das ist jetzt tatsächlich der fertige Look. Ich habe mir noch einen Lippenstift aufgetragen. Man müsste normalerweise zu so einem lauten Look eigentlich eher Nude Lips tragen, aber ich habe den Lippenstift auch neu und den wollte ich halt auch drauf machen. Ich muss sagen, dass ich nicht enttäuscht wurde. Also die Qualität von den BH Cosmetics Lidschattenpaletten sind mir persönlich durchaus bekannt und ich weiß ja auch, wie gut sie im Gesicht funktionieren und dass man so ein Ergebnis damit erzielen kann. Wow. Haut mich schon vom Hocker, ne? Also es ist jetzt ein bisschen krass gemacht, ne? Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, gute Qualität. Die Pinsel braucht man nicht unbedingt. Es sind schon coole unterschiedliche Pinsel mit dabei, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh mein Gott, noch nie da gewesen und für den Preis absolut gerechtfertigt, ne? Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich bin nach wie vor von dem BH Cosmetics Rose Quartz Pinselset ein großer, großer Freund, weil da eigentlich auch die Pinsel drin sind, die ich persönlich am meisten verwende. Und ja. Das war's. Du kannst in diesem Video die BH Cosmetics Glam Reflection Gilded Palette gewinnen. Das ist diese hier. Und alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!